Moin Moin und willkommen im Nerdhurt Podcast zu einer weiteren Comic-Vorstellung hier bei mir. Ich habe das Format etwas verändert, nämlich sonst war es ja, was gab's im letzten Monat bei Panini Comics Deutschland Neues. Das ist irgendwie immer noch so, aber wird zukünftig auch beinhalten, was habe ich zusätzlich noch dazu gekauft. Das heißt nicht nur Rückblick auf den Stand jetzt Juni 2017 an Neuerscheinungen, sondern vielmehr, was ist bei mir im Hause Schwarz im Juni 2017 so Neues angekommen. Und damit fange ich entsprechend fortan an. Und das gibt nämlich dann mir die Möglichkeit, auch so ein bisschen mal über klassische Hefte und Paperbacks oder was auch immer zu reden, die ich vielleicht auch nicht zwangsläufig reviewen würde, weil zum Teil ist es nur fürs Archiv gekauft oder so. Und bietet aber auch euch die Möglichkeit, mir zu sagen, ja Mensch, aber das würden wir eigentlich ganz gerne mal hören. Ja? Deswegen Veränderung des Formates, zum Teil ein bisschen länger in die Vergangenheit zurück, zum Teil relativ aktuelles auch zusätzlich und natürlich wie gewohnt auch noch das, was es im letzten Monat so an Neuerscheinungen gibt. Wenn es mit auf dem Cover draufsteht, werde ich euch sagen, wann es veröffentlicht wurde. Ansonsten einfach am besten selber recherchieren. Da ist paninicomics.de oder paninishop.de die erste Adresse. Ich habe heute, ich glaube 15 sind es, muss ich kurz nochmal nachzählen, 2, 4, 6, 15, genau müsste stimmen, 15 Comics für euch, 9-mal Marvel, 4-mal DC Comics, 1-mal Miller World, 1-mal Dark Horse. Ja, das ist der grobe Überblick. Und bevor ich zu viel Zeit verliere, fange ich direkt an mit Zweien, die ich mir gekauft habe auf eBay. Ich bin so ein sehr geduldiger Mensch. Ich versuche zum Teil sehr günstig Comics zu schnappern. Zum Teil natürlich auch deswegen, weil nicht wirklich viel Geld da ist. Bin, wie gesagt, recht geduldiger Mensch. Und ich habe mich jetzt dazu entschieden, die Thunderbolts noch rauszulassen, weil ich im letzten Monat relativ viele Thunderbolts gekauft habe. Die werde ich direkt schon in den nächsten Monat schieben, um diesen Podcast hier nicht zu sehr zu füllen, weil ich habe eigentlich jetzt nicht vor, im Juli zusätzliche Comics zu kaufen. Ja, deswegen kann ich schon mal sagen, die, ich glaube, 5 habe ich aktuell gekauft, Thunderbolts, von der Civil War Geschichte, die dann in die Siege übergeht, ne? Die nehme ich entsprechend in den nächsten Monat und deswegen habe ich 2 nur reingenommen dieses Mal. Das ist zum einen Visionen von Frank Miller 1 und zwar ist das Marvel Exklusiv Sonderband 1. Ist noch unter dem Marvel Deutschland Banner erschienen, war aber zu dem Zeitpunkt auch schon Panini Comics, ne? Wissen wir ja alles. Und passt ja auch ganz gut, dass ich ein bisschen was Älteres mit reinnehme, wo doch gerade letzte Woche 20-jähriges Geburtstagsdatum, heißt das so? 20-jähriger Geburtstag von Panini Comics Deutschland war. Übrigens Entschuldigung für letzte Woche, dass ich keine Comic-Veröffentlichung rausgehauen hatte. Ihr kennt das, ne? Gesundheit und so, wir sind nicht die besten Freunde, die Gesundheit und ich. Und ich musste auch Wrestling pausieren, bin nicht nach Berlin gefahren. Und habe mich einfach auch nicht wirklich in der Lage gefühlt, hier länger zu reden oder überhaupt auch zu lesen. Ich hatte nicht wirklich Kraft im Körper. Egal, will ich nicht so weit ausführen. Aber deswegen leider letzte Woche ausgefallen, aber natürlich diese Woche wieder am Start. Also wie gesagt, der erste Band ist jetzt Visionen von Frank Miller Band 1, Marvel exklusiv Sonderband 1 und zwar Daredevil, ja. Und wie gewohnt erstmal das Backcover und dann werde ich euch mal wie immer auch so ein bisschen einsortieren, ist das ein mögliches Review oder eben auch nicht. Ja? Einen Helden, dem damals eher wenige Fans Beachtung schenkten, verwandelte Frank Miller in eine Comic-Legende. Daredevil, den ein Unfall blind machte und zugleich mit übermenschlichen Sinnen ausstattete, ist ein Rechtsanwalt bei Tag und ein Verbrecherjäger bei Nacht. In den Straßen des New Yorker Viertels Hell's Kitchen zeigt uns Frank Miller Helden und Schurken, die unsere eigenen Tugenden und Schwächen spiegeln. Frank Miller zählt zu den wenigen Künstlern, die Comics in das Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit gebracht haben. Er ist ein großartiger Innovator, dessen provokante, packende Abenteuer, junge und alte Leser seit Jahren begeistern. Hier steht 11 Euro drauf. Ich habe, glaube ich, gar nicht 11 bezahlt. Ursprünglich hat das Ding mal, was ich richtig sehe, D-Mark, also überklebt, D-Mark 29,95 gekostet und war auch schon im Euro-Umbruch und dann steht 16,35 Euro. Ja. Übrigens vorne auf dem Cover habe ich so einen komischen Aufkleber mit drauf, Preis, so ein gelbes Preisschild. Da muss ich mal versuchen, das abzukriegen. Aussicht darauf, wo wir stehen, auch für eine mögliche Review dieses Comics.
Ich denke eher, wenn es sich mal irgendwo anbietet, wenn Daredevil ja, relevant genug ist für einen neuen Kinofilm oder was auch immer und dann vielleicht auch diese Geschichten hier irgendwie mit von der Partie sind. Ansonsten werde ich es, glaube ich, einfach nur lesen und wieder ins Regal stellen. Ja? Es ist für alle klassischen Comic-Fans, es ist ein ja, entsprechend auch genau so gezeichneter Stil. Es ist das, ja, sagen wir mal, 90er-Jahre-Stil-Element Comic, ne? Und wer das mag, ist übrigens sehe ich hier gerade zwischendurch die Coverseiten, die sind so ein bisschen feiner dargestellt in den Heften. Das finde ich ganz interessant. Also, Visionen von Frank Miller, eher nicht im Einzelreview, sondern vielmehr so für mich fürs Archiv. Dann aber sehr wahrscheinlich fürs Review geplant, habe ich als nächstes New Avengers 2, Preis des Überlebens aus dem Mai 2015. Und ja, Backcover und dann sage ich euch gleich, was ich hiermit vorhab. Da klappt einem die Kinnlade runter. Comicvine.com. Über 120 Seiten und das Ding ist für 14,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Wie weit werden sie gehen? Wenn zwei Welten zusammenprallen, kann nur eine überleben. Die Parallelwelt, die von den Helden der Great Society beschützt wird, hat bisher jede Kollision überlebt. Was können die an harte Entscheidungen und schreckliche Konsequenzen gewöhnten Illuminati tun, wenn ausgerechnet diese Welt nun mit der ihren kollidiert? Und vor allem, wie weit werden Iron Man, Hulk, Doctor Strange, Beast, Black Bolt, Mr. Fantastic, Black Panther und Namor am Ende gehen, um ihre Welt zu beschützen? Dieses finstere Kapitel in der dunklen Geschichte des wichtigsten Geheimbunds der Marvel-Historie beginnt. Dieser Band enthält die US-Hefte New Avengers 18 bis 23, geschrieben von, hier, Hut abziehen, Jonathan Hickman, mit Artwork von Valerio Chiti, Kev Walker und anderen. Und ich habe ja die komplette Geschichte mit den Inkursionen schon besprochen, was ja dann auch zum Secret Wars geführt hat, den ich ebenfalls komplett besprochen habe. Und genau deswegen glaube ich auch fast, muss hier noch irgendwie das fehlende Puzzleteil der New Avengers Geschichten mit rein. Ich hatte bislang immer nur den ersten Band, jetzt habe ich endlich den zweiten und ja, das wird also wahrscheinlich irgendwann kommen. Wann? Ne? Schauen wir mal. Schauen wir mal. So, jetzt kommen wir ein bisschen in die aktuellere Region und das sind alles jetzt durchweg Bände aus, ich glaube auch wirklich komplett 2017. Wenn es irgendwo anders mal ist, dann werde ich es hoffentlich auf dem Cover sehen. Als erstes habe ich aus dem Juli 2017 habe ich Civil War 2, 7 von 9, genannt Spider-Man gegen Captain America. Muss ich nichts weiter zu sagen. Die Civil War 2-Geschichte werde ich reviewen. Stand jetzt ist es, ich wollte ja erst auch so einen Dreierpack machen, genauso wie im Secret Wars. Jetzt fehlen mir aber zwischendurch halt Einzelhefte. Das heißt, das muss ich auch eBay losschicken. Und sobald ich die dann habe, werde ich entscheiden, ob ich das in einem ja, ein, zwei, drei teiligen Podcast-Format mache oder nicht. Ja? Wird es aber definitiv geben. Zwei der Sonderbände habe ich auch schon. Den Megaband beobachte ich auf eBay. Das heißt, ähnlich wie auch der Secret Wars wird der Civil War behandelt. Nicht in Gänze, aber so die wichtigen Geschichten werde ich euch mit erwähnen. Als nächstes habe ich Avengers und Guardians of the Galaxy, die Thanos-Krise von Bendis und Bagley. Alleine das reicht ja schon, ja. Wer die Filme mag, wird diesen Comic lieben, schreibt Outer Realm Comics. 180 Seiten, das Ganze für 16,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Und dazu steht auf dem Backcover Galaktische Verbündete. Die Avengers, Captain America, Iron Man, Thor, Hawkeye, Black Widow und Hulk bekommen es mit der Terrororganisation Zodiac zu tun. Doch hinter dem Superschurken im Zeichen der Sterne steckt eine noch viel größere Bedrohung, Thanos, der wahnsinnige Titan und kosmische Eroberer, der obendrein auf die Streitkräfte der skrupellosen Badoon-Alien zurückgreifen kann. Zum Glück müssen die mächtigsten Helden der Erde Thanos und seine Verbündeten nicht alleine gegenüberstehen. Denn Star-Lord, Rocket Raccoon und der Rest der Guardians of the Galaxy tun sich mit den Avengers zusammen, um Thanos entgegenzutreten. Ein Epos für alle Fans der Marvel-Filmkracher von Joss Whedon und James Gunn. Dieser Sammelband enthält eine komplette Storyline der US-Serie Avengers Assemble, geschrieben von Bestseller-Autor Brian Michael Bendis und gezeichnet von Fanliebling Mark Bagley. Bendis für Iron Man, Bagley für Spider-Man steht hier noch in Klammern mit dabei. Kann man ruhig mit erwähnen. Ja, wird definitiv reviewed. Ganz, ganz einfache Geschichte. Mich hat ja der schwarze Vortex unheimlich begeistert und wenn das auf einem ähnlichen Level hier dieses Team-Up ist mit den Avengers und den Guardians, wie das mit den X-Men und den Guardians war, dann ist das definitiv etwas, was ich lesen möchte, was ich euch auch nicht vorenthalten möchte. Das Ganze ist aus
2012, von Mai bis Dezember 2012 ist diese Geschichte hier in Amerika erschienen und jetzt halt in Deutschland als Paperback zusammengefasst erschienen. Ich freue mich sehr drauf. Übrigens, wo wir bei den Guardians sind, was ich morgen reviewe, sage ich euch nachher noch, passt aber irgendwie auch so ein bisschen in diese Abteilung. Denn ich kann euch sagen, also den neuen Guardians of the Galaxy ist ja unter anderem Venom mit dabei und dementsprechend gibt es bei mir morgen die Sammelrezension zu den beiden Bänden von Venom Space Knight. Aber für nächste Woche, wenn hier schon die Guardians of the Galaxy präsent sind, dann sage ich euch, dass ich für nächste Woche den Drax Megaband reviewe. Für alle Wrestling-Fans durchaus interessant. Weil einer der Autoren ist der ehemalige Wrestler CM Punk. Gut, dann weiter. Black Panther ist mein nächster Band, den ich hier vor mir liegen habe. Und zwar Band 2, Sturm über Wakanda. Ich habe euch ja den ersten Band schon reviewed, hatte ich mir ja als limitierte Auflage gekauft, weil ich das Cover so toll finde. Und in dem Fall habe ich jetzt wieder eine Rückwand des Paperbacks. Auf dem limitierten war ja kein Text hinten drauf, habe ich euch ja in der Review erzählt. Deswegen kann ich euch jetzt auch was vorlesen. Der Kampf um die Seele einer Nation. Die Bevölkerung des afrikanischen Landes Wakanda lehnt sich gegen ihren einstmals geliebten König Black Panther auf. Um seine Nation vor denen zu retten, die Wakanda mit ihrem Hass vergiften, Selbstmordbomber für ihren Tod einsetzen und sogar mit Iron Mans genialem Erzfeind Ezekiel Stane zusammenarbeiten, muss der Panther sich auf seine Fähigkeiten als Anführer und Held, seine Elitegarde und Verbündete wie den Teleporter Manifold, Luke Cage, die taffe Misty Knight und seine Ex Storm von den X-Men verlassen. Während Black Panther um die Seele Wakandas kämpft, durchstreift der Geist seiner zwischen Leben und Tod gefangenen Schwester eine spirituelle wakandische Erinnerungslandschaft. Die viel beachteten neuen Abenteuer des aus Avengers bekannten Helden, geschrieben vom preisgekrönten Journalisten und Buchautor Ta-Nehisi Coates, zwischen mir und der Welt verantwortlich und bebildert vom erfahrenen Zeichner und Eisner Award-Gewinner Chris Sprouse. Für Batman 66 verantwortlich, was ich ja ebenfalls im letzten Monat für euch reviewed habe. Werde ich definitiv einzelrezensieren, weil Panther, und ihr wisst, Panther, einer meiner Lieblinge, muss ich nicht weiter darüber reden, wird definitiv gemacht. Dann, genauso wird definitiv gemacht der dritte Band von Howard the Duck und der ganze heißt Sein schwerster Fall. Backcover zuerst, Ente, Detektiv und Filmstar. Der kosmische Erpel Howard und seine schöne Assistentin Tara reisen mit Spider-Man, Steve Rogers, Daredevil und She-Hulk ins prähistorische wilde Land, wo sie in den Trümmern des Savage Park mehr als einem Dinosaurier begegnen. Außerdem steht das komplizierte Wiedersehen von Howard und Beverly Switzler an, der wichtigsten Frau in seinem Leben, die ewig und 3 Tage nicht gesehen hat, die er ewig und 3 Tage nicht gesehen hat. Doch es wird noch verrückter, denn die neueste Klientin des Privatdetektivs mit dem großen Schnabel und dem knackigen Bürzel ist die Schauspielerin Lea Thompson. Thompson wahrscheinlich. Bekannt aus dem 80er-Jahre-Kultfilm Howard the Duck. Was für ein Zufall. Finde ich gut. Als der Meister des Quack Fu in ihrem Fall ermittelt, findet er eine unglaubliche Wahrheit über sein eigenes filmreifes Leben heraus. Das ebenso witzige wie dramatische Serienfinale inszeniert von Autor Chip Zdarsky und Zeichnern wie Joe Quinones und Kevin Maguire. Das Ganze für 14,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich, paninicomics.de, paninishop.de. Chip Zdarsky für Sex Criminals verantwortlich, Joe Quinones für Amazing Spider-Man und Kevin Maguire für Guardians of the Galaxy. Da schließt sich der kleine Guardians-Kreis. Sex Criminals habe ich auch immer noch vorzulesen. Liegt hier auch, ist glaube ich noch nicht komplett im Regal. Muss ich mal schauen. Auch da fehlt noch, glaube ich, ein Band von den dreien. Also hier Abschlussband. Und das heißt, ich mache Band 2 und Band 3 ähnlich wie jetzt auch in den nächsten Wochen einige zwei, ja, 1, 2, 3, je nachdem wie viel es dann sind, abgeschlossene Geschichten hier in den Podcast für euch gesammelt werden. Ob Howard dabei ist, weiß ich gar nicht ganz genau. Ich will aber erstmal so ein bisschen vom bisherigen Stapel schon abarbeiten. Vielleicht rutscht aber Howard mit rein, weil ich das echt unheimlich gut finde und ich mag Howard sehr. Ja? Gut, wir haben noch, was haben wir denn noch? Drei Marvels haben wir noch. Die nächsten beiden gehören irgendwie zusammen, sind aber noch nicht komplett. Denn genau ein Band fehlt noch, aber ich mache es trotzdem einfach mal. Muss ich kurz gucken, in welcher Reihenfolge das hier ist. Ich weiß es gar nicht, in welcher Reihenfolge man das jetzt belesen muss. Müsste ich vorlesen. Ich nehme mal den zuerst. Und zwar die neuen X-Men 2, die Apokalypse-Kriege. Ja?
Vater der Apokalypse, der Apokalypse, ja, das machen wir es mal deutsch hier. In einer Welt, in der der Mutanten verhasster sind als je zuvor, hat der Mutant Toad alles verloren. Ganz unten angelangt, sieht er nur eine Chance, die Dinge wieder ins Lot zu rücken. Der junge Cyclops muss sterben. Von der Brutalität der Ereignisse geschockt, beschließt Beast, sich und den Rest der ursprünglichen X-Men mit allen Mitteln in die Vergangenheit zurückzubringen, selbst wenn er sich dazu der Magie von Dr. Strange bedienen muss. Doch am Ende geht etwas schief und er landet mit Kid Apocalypse an einem weit entfernten Ort in einer längst vergangenen Zeit, dem Zuhause eines jugendlichen Wüstensohns namens N. Sabanur. Marvels neuer Star-Autor Dennis Hopeless, für Spider-Woman verantwortlich, begibt sich mit Kultzeichner Mark Bagley, Ultimative Spider-Man, und dem Ausnahmetalent Paco Diaz für Wolverine und die X-Men auf die Spur des grausamen Despoten Apocalypse. Wird sein Klon Evan im alten Ägypten seine Bestimmung finden? Fragezeichen. Emotional und herzzerreißend, schreibt IGN. 120 Seiten, 5 US-Hefte, 14,90 Panini Comics Deutschland. Wird reviewed, alle drei zusammen. Ja, geht gleich weiter. Machen wir direkt nämlich den nächsten hinterher. Und das ist dann nämlich Uncanny X-Men 2, lustigerweise genauso genannt, die Apokalypse-Kriege. Ist nämlich einfach ein Crossover. Also dieser Event, die Apokalypse-Kriege, liefen sich dann für uns im Land halt als drei Paperbacks. Und das dritte, was mir halt fehlt, ist dann der X-Men 2. Und dort ebenfalls die Apokalypse-Kriege macht dann sozusagen die ganze Geschichte rund. Ja? Und nur dann, wenn man alle drei Hefte hat, kriegt man wirklich diese ganze Geschichte erzählt. Und deswegen werde ich warten, sobald ich X-Men 2 habe, erfahrt ihr es hier. Und dann wird wahrscheinlich kurz danach auch das gesammelte Review hier erscheinen. Aber erstmal das Backcover von Uncanny X-Men 2. All Comic schreibt, Uncanny X-Men ist der X-Titel der Stunde. Ebenfalls 120 Seiten oder über 120 Seiten, 5 US-Hefte. Und genauso wie der andere eben für 14,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Auf den Schwingen der Apokalypse. Die Telepathin Psylocke ist um ihren Freund Archangel besorgt. Seit kurzem benimmt sich Warren kalt und abwesend wie eine Maschine. Auch mental findet sie keinerlei Zugang, bis er sie plötzlich vor einer nahenden Katastrophe warnt, die sein eigenes dunkles Ich verursachen wird. Erinnerungen an frühere Tage werden wach, als ihn der blutige Tyrann Apocalypse zu seinen geflügelten Reiter des Todes machte. Nun befürchten Magneto und sein Team, dass ihn die Vergangenheit eingeholt hat. Doch als die Uncanny X-Men der Sache auf den Grund gehen, müssen sie erkennen, dass die Wahrheit noch viel schrecklicher ist. Der gefallene Engel und Genozide, der teuflische Genocide wahrscheinlich, ne? Homicidal, Suicidal, Genocidal, Death-Defying, Sabu. Grüße an die Wrestling-Fans. Also der gefallene Engel und Genocide, der teuflische Sohn von Apocalypse, sind zurück. Und das Vermächtnis des Despoten in die Tat umzusetzen. Ein packender Beitrag zum X-Crossover-Apocalypse-Kriege von Marvels Shooting Star Kellen Bunn für Deadpool und den großartigen Künstlern Ken Lashley für X-Men und Paco Medina für Star-Lord verantwortlich. Ja. Comic der Stunde. Warum nicht? Auf jeden Fall, Apocalypse und alles sowas ist mein Gebiet. Ich mag den Villain sehr und deswegen versuche ich auch möglichst viel über Apocalypse zu lesen und so ein Crossover ist immer toll. Wird also definitiv kommen. Ja. Letztes Marvel-Comic für den Juni, Juno 2017 ist dann ein Marvel-Klassiker und zwar Spider-Man 1. Und das Ganze ist für 24,99, Entschuldigung, für 24,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Auf dem Frontcover steht eine Marvel-Supersensation, die besten Stories mit der Spinne. Spider-Man, wie er ihn liebt, mutig, spritzig, verwegen, erlebt ihn im Kampf gegen seine grausamsten Gegner. Dazu eine Sprechblase, eine Gedankenblase von Spidey. Dieses Grinsen, der Geier hat einen Plan, um mich zu besiegen. Doch, wie sieht er aus? Ja. Auf dem Backcover steht dann über 240 Seiten und dazu noch ein kleiner Text hier mit dabei. Die klassischsten Geschichten mit Marvels Netzschwinger. Der Biss einer radioaktiven Spinne verleiht dem jungen Bücherwurm Peter Parker erstaunliche Kräfte. Nachdem er durch den Tod seines Onkels Ben die Lektion gelernt hat, dass aus großer Kraft große Verantwortung folgt, kämpft er als maskierter Held Spider-Man unermüdlich für das Gute. Gegner wie der Geier, Dr. Octopus oder der Kingpin halten ihn dabei genauso auf Trab wie die schwache Gesundheit seiner alten Tante May.
Sein Job als freier Fotograf für J. Jonah Jamesons Daily Bugle, sein Studium oder die schöne Gwen Stacy. Außerdem steht der grüne Kobold bereit, um Spider-Man in einem schicksalhaften Moment der Comic-Historie einen weiteren geliebten Menschen zu rauben. Dieser exklusiv zusammengestellte Band mit klassischen Spider-Man-Stories für Jung und Alt präsentiert die stilprägenden frühen Abenteuer der Multimedia-Ikone zwischen Superheldendrama und Seifenoper. Inszeniert von den Comic-Legenden Stan Lee, Steve Ditko, John Romita Jr., Gary Conway und Jill Kane. Ich blätter mal kurz nochmal durch, ob irgendwas mir hier gerade besonders auffällt. Ansonsten weiß ich nicht, ob ich das vielleicht jetzt sogar machen sollte, weil ja nächste Woche dann schon der neue Spidey-Film Homecoming ins Kino kommt. Also ich will auf jeden Fall einen Spidey-Comic nächste Woche nehmen, also Drax, wie gesagt, ne? Und das zweite Review soll ein Spidey-Comic werden. Ich weiß noch nicht genau, welches. Ich muss mich mal entscheiden. Also schon mal in der Theorie. Oh, ich mag diese Klassikerbände so sehr, habe ich ja schon mal erzählt, ne? Weil man kriegt irgendwie zwischen diesen ganzen Geschichten immer noch so eine, Zwischenerklärung von der Panini-Redaktion sozusagen, was dann zwischen der ersten und der folgenden Geschichte sozusagen passiert oder der vorangegangenen Geschichte, was besonders wichtig war zu dieser Geschichte. Ich finde das einfach ganz, ganz großes Kino. Gehört tatsächlich zu meinen Lieblingsveröffentlichungen, was Panini Comics da macht. Für alle, die ja Comic-Historienwissen gerne haben möchten, zum Teil auch einfach nur gut im Regal aussieht, und zusätzlich eben dieses ganze ja, Wissen, was man aus diesen Veröffentlichungen ziehen kann, es macht einfach unheimlich Spaß. Also ganz toll. Bisher haben wir ja 4 sehe ich gerade. Ich weiß nicht, ob ich alle habe. Ich sehe X-Men einmal, ich sehe Fantastic Four und 2 Avengers-Bände. Ich weiß gar nicht, ob es noch mehr gibt. Jetzt halt der erste Spidey. Ganz, ganz super. Ja? Großartige Veröffentlichung dort von Panini. Also wie gesagt, nächste Woche gibt es auf jeden Fall einen Spidey-Comic. Im Review, ich sehe auch gerade, ich habe noch was anderes daraus gezogen bei Spidey. Ich habe noch Spider Island dazu stehen. Müsste ich irgendwie, aber vielleicht finde ich noch was Passenderes für Homecoming. Ich schau mal. Ja, also das zumindest der Plan für nächste Woche. Ne? Gut. Das also waren die Marvel-Geschichten, die ich jetzt so im letzten Monat neu bekommen habe. Jetzt haben wir also 4-mal DC-Comics, wenn ihr euch erinnern könnt, habe ich im Intro gesagt. Und der erste oder das erste Comic davon ist Batman Dark Knight 3, 7/9. Und dort steht auf dem Backcover, Batman ist tot. Gotham Citys dunkler Ritter Bruce Wayne ist im Kampf gegen die Extremisten aus dem kryptonischen Kandor gefallen und in den Armen seines Freundes Superman gestorben. Während die Nachricht Batgirl wie ein Schlag trifft, rauscht der geschockte Mann aus Stahl vom Schlachtfeld. Seine Tochter Lara, die auf Seiten der Kryptonier kämpft, tritt unterdessen ein weiteres Mal ihrer Amazonenmutter Wonder Woman gegenüber. Außerdem im geflügelten Schatten von Hawkboy und Hawkgirl durchstreift Green Lantern die Wüste auf der Suche nach seinem Energiering. Ich hole mir Kal-Els Sohn. Steht noch als Text mit dazu. 4,99 Panini Comics Deutschland. Muss ich nicht zu erwähnen. Dark Knight und vor allem auch die Rückkehr des Dunklen Ritters und so. Was ja auch eine Neuveröffentlichung bekommt, jetzt gerade bei Panini. Gehören zu den größten Comics unserer Generation und sobald das Ding komplett ist, werde ich es definitiv reviewen, vielleicht dann auch in Mehrteilern, ich schau mal. Ich möchte bloß einfach nicht anfangen zu lesen und dann ewig warten auf die Folgegeschichten, weil ich glaube, das ist so eine Geschichte, die ich ratzefatze weglesen werde. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall sicher sein, dass ich das reviewen werde, sobald es komplett hier in Deutschland ist. Genauso safe ist, dass ich weiterlesen werde, ist einfach, weil es Stand jetzt nach wie vor meine liebste Marvel-Geschichte ist, DC-Geschichte, Entschuldigung, meine liebste DC-Comics-Geschichte, und zwar geht Injustice weiter, und zwar mit Injustice, Götter uns, das 5. Jahr, Band 1. Das Ganze hat 130 Seiten, über 130 Seiten, und ist für 14,90 € bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Viele Ergänzungen mache ich gleich, aber erstmal den großen Text auf dem Backcover. Bündnis des Schreckens. Die Gewaltherrschaft Supermans über die ganze Welt geht ins 5. Jahr. Und noch immer bieten Batman und seine Getreuen dem einstigen Mann von morgen Widerstand. Währenddessen gelang vielen Superschurken die Flucht aus dem Unterwassergefängnis namens Der Graben. Als Superman und seine Mitstreiter versuchen, der Entflohenen wieder habhaft zu werden... Der Entflohenen wieder habhaft zu werden... wird der Stählerne von seinem schlimmsten Feind angegriffen, dem kryptonischen Mordmonster Doomsday. Wie gut, dass Superman einen neuen Verbündeten hat, Knochenbrecher Bane. Die neue Comicserie
zu den Videogame-Krachern Injustice und Injustice 2, geschrieben von Top-Autor Brian Buccelletto für Flash und Batman verantwortlich und gezeichnet von Mike S. Miller, Iban Coelho und Tom Derenick und anderen. Dazu schreibt Aped, eine tolle actiongeladene Ausgabe. Weird Science ergänzt, ein wirklich großartiger Start ins letzte Jahr von Injustice. Und Geeks Worldwide ergänzt, wer Injustice bisher noch nicht gelesen hat, kann hier problemlos einsteigen. Das möchte ich fast bezweifeln. Aber gut, weil ich habe irgendwie das Gefühl, es passiert so viel Wichtiges, dass man hier als Quereinsteiger völlig aufgeschmissen ist. Aber gut, wenn die das so sagen, dann soll es wahrscheinlich so sein. Werde ich dann, sobald ich es gelesen habe, selber nochmal beurteilen können. Ich habe Jahr 1, Jahr 2 und ich glaube auch Jahr 3 schon gemacht, oder? Wenn nicht, es geht auf jeden Fall weiter. Jahr 4 steht auch schon komplett da in zwei Bänden. Jetzt wird entsprechend das letzte Jahr vor dem Videospiel Injustice 1 sozusagen abgeschlossen. Und dann geht es ja weiter mit den Zwischengeschichten von Injustice und Injustice 2. Freue ich mich auch sehr drauf. Also definitiv, Injustice geht bei mir auch weiter. Unser Podcast-Format durchlebt zwar bald eine Änderung, dann dazu mehr, sobald es da ist, so soweit ist. Aber ihr könnt davon ausgehen, Injustice wird definitiv weiterlaufen. Dann habe ich als nächstes Harley Quinn 2 Undercover Punker. Ja, tolles Cover. Ich glaube, da ist wieder eine Funko-Pop-Figur im Anlauf. Punk-Rock Harley. Harley Quinn, die schrille Anti-Heldin von Ex vom Joker, geht in der New Yorker Punkrock-Szene auf Verbrecherjagd. Sie und ihre Freunde lassen es auf der Bühne so richtig krachen, ohne zu ahnen, dass sie sich auf direkten Konfrontationskurs mit einem von Batmans skrupellosesten Widersachern befinden. Eines ist sicher, nach diesem Gig braucht Harley dringend Urlaub. Und der führt sie und ihre Musenfreundin Poison Ivy in eine Nudistenkolonie auf den Bahamas. Die Bestseller-Serie mit der Clown-Prinzessin von der Suicide Squad, geschrieben vom narrensicheren Dreamteam Amanda Connor und Jimmy Palmiotti, mit Artwork von Chad Hardin, Brad Blevins und John Timmons und anderen. Drei abgeschlossene Stories in einem Band. Finde ich gut. Drei abgeschlossene Geschichten. Im nächsten habe ich nochmal gleich Harley, komme ich gleich zu. Über 100 Seiten. Für 12,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Backcover finde ich absolut großartig. Harley sitzt in so einem Schwimmring, wo Groß Bahamas draufsteht, hat irgendwie ein alkoholisches Getränk bei sich. Sexy wie eh und je, weiß wie eh und je, bleich wie die Kreide. Aber ist halt, das hat ja auch eine ganze Menge Sexappeal. Dazu Poison Ivy und das Ganze in einer Nudistenkolonie. Naja, und das Ganze ist dann drumherum, ist halt ein weißer Hai, also auf jeden Fall ein Hai. Und eine ganze Menge großer Schatten. Also ein großer, riesengroßer Schatten unter dem... Egal, müsst ihr selber sehen. Und Frontcover, wie gesagt, Harley so mit einem Irokesen. Sieht auch witzig aus. Und vor allem, weil Batman oder ein Batman dort verkleidet ist und ganz haarig ist. Und ach, naja, Harley halt. Ganz eigener Humor. Wird definitiv reviewed, sobald ich mehr habe. Ja, werde ich auch wieder einige zusammenfassen. Und da machen wir definitiv weiter. Dazu gibt es auf dem Backcover noch ein paar Ergänzungen. Und zwar schreibt IGN, eine unterhaltsame neue Mission für die Figur. Ja, gut, das ist ja richtig toll geschrieben. Heroes Direct, einer unserer DC-Favoriten, das passt schon mehr. Und Batman News, die Qualität der Serie zeigt, dass ihre Macher Harley wahrhaftig lieben. Also warum mir das jetzt gerade von IGN nicht gefällt, für die Figur. Da kann man auch für Harley schreiben. Egal. Über 100 Seiten, wie gesagt, und 12,99 bei Panini Comics Deutschland. Bleiben wir bei Harley und haben sozusagen den letzten aus der DC-Reihe aus dem letzten Monat, dass ich so Neues habe. Und zwar habe ich jetzt hier Harley Quinn, die Harley Gang. Ich glaube, das ist sogar eine 1. Ich weiß gar nicht ganz genau. Palmiotti, Thierry, Morichette, McTague und Miranda stehen noch also als Kreative verantwortlich. 16,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. PaniniComics.de, PaniniShop.de, kennt ihr alles. Diesmal fange ich mal mit den Ergänzungen an. Pop Culture Uncovered sagt, ein großer Spaß für Harley Quinn-Fans und ein Vergnügen für jeden, der etwas Lustiges zum Lesen sucht. Finde ich gut. Slackjaw Punks ergänzt, Jimmy Palmiotti und Frank Thierry sind erstklassig. Bounding Into Comics ergänzt dazu noch, geballter Spaß von Anfang bis Ende. Das macht doch schon viel mehr Spaß, sowas zu lesen. Also, Backcover noch dazu, eine Harley ist nicht genug. Das stimmt.
Harley Quinn, die irre Ex-Freundin von Batmans Widersacher Joker und ehemalige Superschurkin, hat sich eine neue Existenz aufgebaut und kämpft jetzt in Coney Island für Freiheit und Gerechtigkeit oder für das, was sie dafür hält. Und da es vor allem eine Menge Freiheit zu erkämpfen gibt, hat sie eine ganze Gang um sich geschart, deren nicht minder schräge Mitglieder sie als großes Vorbild sehen. Jetzt stellt die durchgeknallte Clown-Prinzessin die Schlagkräftigkeit ihrer Harley-Gang auf die Probe, indem sie ihre eigene Entführung inszeniert, damit ihre Kampfgefährtinnen und der coole Harvey Quinn sie befreien können. Doch die Sache geht schief und auf einmal findet sich Harley tatsächlich in der Gewalt brutaler Kidnapper wieder, allen voran die verrückte Harley Sin. Schwarzer Humor, rasante Action, flotte Sprüche und der totale Wahnsinn. Die US-Miniserie von Jimmy Palmiotti, Fieng Thierry und dem belgischen Comic-Künstler Morissette oder Morisset? Kommt belgisch? Belgisch? Morisset wahrscheinlich. Komplett in einem Band. Harley's Little Black Book. Ah, das haben wir auch schon in Schland inzwischen. Und Palmiotti für Harley Quinn und Frank Thierry für Deadpool verantwortlich. Kann man machen. Artwork sieht hervorragend aus beim Durchblättern. Gefällt mir richtig gut. Wenn es ein abgeschlossener Band ist, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass es prioritätenmäßig behandelt wird bei mir. So, zwei habe ich noch. Wo bin ich denn jetzt aktuell? Gute halbe Stunde. Naja, gut, ist ein bisschen mehr geworden, aber ist eben auch, was haben wir gesagt, 15 haben wir, ne? Dauert eben auch so ein kleines bisschen. Gut, zwei noch. Zum einen Dark Horse und zum anderen Miller World. Ich fange mal mit Dark Horse an. Und zwar habe ich also Dark Horse Comics und CD Projekt Red, und jetzt werden die Kenner schon wissen, worum es geht, um einen neuen The Witcher Band. Und zwar Band 3, The Witcher Fluch der Krähen. Ja, ich freue mich schon sehr drauf. Erstmal alles so drumherum, was hier. Ach nee, ich lese einfach mal den Backcover-Text erst vor und dann noch das, was drumherum. Ein neues Abenteuer von den Machern des Game-Bestsellers The Witcher 3 Wild Hunt. Der legendäre Hexer Geralt von Riva und seine junge Begleiterin Ciri verdienen sich ihren Lebensunterhalt als Monsterjäger. Auf dem Weg in die Stadt Novigrad, wo sie einer ebenso bestialischen wie gefährlichen Striege gegenüberstehen sollen. Das liest sich schwer. Egal, müssen der weiße Wolf und sein Schicksalskind es mit Trollen, Werwölfen und anderen Kreaturen aufnehmen. Und während Ciri eine sprechende Krähe trifft, sieht sich Geralt plötzlich der Zauberin Yennefer gegenüber seiner komplizierten großen Liebe. Ciri trifft unterdessen eine folgenschwere Entscheidung. Bestseller-Autor Paul Tobin für Conan tut sich mit den Autoren des Game-Hits The Witcher 3 Wild Hunt und dem international erfolgreichen Zeichner Piotr Kowalski für Stephen King Der dunkle Turm verantwortlich zusammen, um ein brandneues Fantasy-Abenteuer aus der Welt der Videospielreihe und der Buchserie von André, heißt er wahrscheinlich, Andrzej Sapkowski zu erzählen. Das habe ich noch nie hinbekommen, den Namen. Könnt ihr mir mal sagen, wie man den Vornamen prononciert? Das wäre eigentlich auch durchaus mal interessant. Dazu steht hier neben der offizielle Comic zur preisgekrönten Videogame-Reihe The Witcher. Eine großartige Serie schreibt Unleash the Fanboy. Das Ganze ist für 16,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Und ich habe inzwischen auch die ersten beiden Bände. Ich habe, glaube ich, den zweiten habe ich, glaube ich, im letzten Monat gekauft. Hätte ich hier durchaus mit dazu nehmen können. Aber da hier ein Witcher-Band mit bei ist, habe ich gedacht, reicht ja auch. Fluch der Krähen, wie gesagt. Und sobald ich irgendwie mal Zeit habe, das alles durchzulesen, wird das auf jeden Fall reviewt und dann auch fortlaufend behandelt. Ja? Gut. Abschließendes Comic für diese Ausgabe, für diesen Podcast. Guckt man gerade hier nochmal in die Innenseite. Es gibt eine Neuauflage von Kingsman. Okay, das wusste ich nicht. Egal, also Miller World, ne? Wenn ihr schon Kingsman gerade mitbekommen habt. Und zwar habe ich Empress. Freue mich sehr drauf. Bin sehr gespannt, was der gute Herr Miller hier wieder kreiert hat. Und erstmal das Backcover. 1999, Panini Comics Deutschland, klingt jetzt vielleicht ein bisschen viel, aber glaubt mir, es ist Mark Miller, es ist bestimmt die Sache wert. Königin auf der Flucht. Der brutale König Morax herrscht als gefürchteter Tyrann über eine urzeitliche Hightech-Zivilisation auf der Erde, wo die Exekution von Untertanen durch Raubsaurier an der Tagesordnung steht. Morax' Frau, Königin Emporia, will ihre Sprösslinge nicht länger in diesem Umfeld aufwachsen sehen. Also fliehen sie und die Kinder mit Hilfe ihres treuen Leibwächters Captain Havelock. Krass.
In einem Raumschiff quer durch die Galaxie. Galaxie. Kann man auch richtig aussprechen. Doch ihr erbarmungsloser Gatte und seine Häscher sind ihnen stets dicht auf den Fersen. Außerdem lauern auf ihrer Flucht durch die ebenso fremdartigen wie unendlichen Weiten des Universums noch viele andere Gefahren. Egal ob skrupellose Sklavenhändler, barbarische Alienpriesterinnen oder monströse Bestien. Rasante Science-Fiction-Action von Superstar Mark Miller für Kick-Ass, Wolverine, Old Man Logan und anderes verantwortlich. Und Top-Zeichner Stuart Immonen für New Avengers und Star Wars. Na Mensch, ich habe ja hier New Avengers. Ich fang mit New Avengers an und ende mit einem kreativen. Super. Dazu Ergänzungen von Big Comic Page. Ein schnelles, absolut unterhaltsames Weltraumabenteuer und ein wahrlich großartiger Comic. Allcomic schreibt, ein actionreiches Meisterwerk. Und IGN.com, von denen ich heute nicht so begeistert war, mal gucken. Immonus dynamischer und detaillierter Strich beeindruckt immer aufs Neue. Besser als der andere Text. Wie gesagt, 1990 Panini Comics Deutschland. Es ist Mark Miller. Es wird nicht enttäuschen. Ich freue mich sehr drauf. Wann es kommt, weiß ich nicht. Nicht zwangsläufig Priorität, aber ich möchte es eigentlich schon gerne zeitnah lesen. Zeitnah heißt im nächsten Jahr. Denn ihr wisst ja, die Lesestapel, ne? Ihr kennt das ja alles, wenn ihr selber Comic-Sammler seid. Der Comic-Stapel wird nicht kleiner, er wird einfach nicht kleiner. Und selbst wenn man in einer Woche 5 Comics liest, dann hat man gefühlt irgendwie 10 draufgepackt. Das ist ganz schlimm. Naja. Gut, damit bin ich also jetzt in dem Sinne durch. Also so wird das zukünftig und in diesem Format hier laufen. Ich werde also nicht nur erzählen, was im letzten Monat bei Panini Comics Deutschland Neues gekommen ist, zum Teil auch durch die Bemusterung, und will aber auch entsprechend sagen, was ich mir so Neues gekauft habe, damit wir hier ein bisschen das runder machen und ich vielleicht auch von euch mal hören kann, Mensch, darauf haben wir auch Bock, ja? Denn über die klassischen Comics, also klassisch heißt in dem Sinne dann schon nicht aus dem letzten Jahr, sondern eben auch ein bisschen weiter zurück, würden wir auch gerne mal was hören in Comicform, eine Rezension oder was auch immer, ja? Gut, das wäre es an der Stelle. Wie gesagt, es gibt bald, also ich habe noch kein Datum dafür, weil wir noch in der Ideenfindung sind. Es gibt bald Veränderungen für den Podcast. Aber sobald da was spruchreif ist, werdet ihr das erfahren. Viel wichtiger ist, dass ich morgen für euch aufnehme Venom Space Knight, Band 1 und Band 2. Und dann für nächste Woche Drax Megaband und irgendein Spider-Man-Comic für euch habe. Ja, das passt ja ganz gut mit dem Spider-Man Homecoming Release dann im Kino. Ja, das soll es von mir gewesen sein. Ich wünsche euch an der Stelle einfach ein schönes Wochenende. Schreibt mir in die Kommentare, auf welchen dieser Comics ihr am ehesten Bock habt, dass ich es reviewen soll, denn dann ändere ich meine ganz persönliche Prioritätenliste durchaus gerne auch für euch mit. Ja, ansonsten sortiere ich mir die jetzt nachher im Regal ein, so wie ich sie am ehesten lesen möchte oder lesen werde. Oh, eigentlich ist so viel rausgezogen, nicht? Oh, ich gucke da gerade, ich drehe mich gerade um. Puh, viel zu viel, viel zu viel. Naja, ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Wochen, denn ich werde versuchen, viele Geschichten, die 2 und 3 Bände haben, aufzuholen. Und dann schauen wir mal, wo wir zusammen landen werden. Und dann irgendwann, wie gesagt, eine kleine Veränderung für den Podcast. Aber das dann, wenn es soweit ist. Sonst rede ich hier noch weiter und dann verrate ich schon was ich gar nicht machen wollte. Gut, das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch, wie gesagt, ein schönes Wochenende. Bleibt mir gewogen. Ich sage ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal und tata.